Hi, ich bin der Ule fürs Functional Training Magazin hier im FT Club in München. Und ich werde euch jetzt zwei Mobility-Übungen für die Hüfte zeigen. Und da werden wir euch in den nächsten Wochen vielleicht noch ein paar weitere Übungen, die man eventuell nicht so kennt, zeigen, mit denen ihr eure Mobilität ein bisschen verbessern könnt. Wir fangen heute hier am Boden an, und zwar in der sogenannten 90-90-Position, wo wir versuchen, überall in unserem Knie, Hüftgelenk, Körper zu Hüfte und wieder Kniegelenk 90-Grad-Winkel zu haben. Und die Position alleine ist schon für viele Leute eine anspruchsvolle Position, in der man schon vielleicht einen Stretch bekommt oder spürt, und wir können aus dieser Position heraus ziemlich viele weitere Stretch-Positionen einnehmen oder auch Bewegungen machen. Was wir jetzt machen oder was ich euch zeige, ist eine aktive Bewegung, wo wir versuchen, nicht nur die Seite, also den Muskel, den wir stretchen, zu bearbeiten, also den passiven Teil, sondern wir versuchen aktiv die öffnende Seite des Gelenks und dort den Muskel, der verkürzt ist, zu stärken, um die Mobilität, die wir gewinnen, ein bisschen zu festigen, dass wir dem Nervensystem einen Impuls geben und durch diese Stärkung nachhaltige Verbesserungen in der Beweglichkeit bekommen. Okay, Übung Nummer 1 schaut folgendermaßen aus. Wir sind in dieser Position, drehen uns mit dem Oberkörper nach vorne, sodass der Bauchnabel ungefähr zum Knie nach vorne zeigt. Dann heben wir hinten den Fuß einmal ab, das Knie bleibt noch auf dem Boden. Wir gehen also in eine Innenrotation, legen dann unsere Knie in die Luft, strecken das Bein einmal durch, führen das Bein gestreckt nach vorne, setzen uns mit der zweiten Pobacke auch auf den Boden, ziehen dann das Bein gestreckt nach oben, führen es wieder nach außen, nehmen uns, winkeln das Bein an und das Knie wieder auf den Boden, Fuß auf den Boden. Ich mache nochmal eine Wiederholung. Fuß, Knie, weit wegstrecken den Schuh, absetzen, zur Decke hoch, wieder nach außen führen, anwinkeln und ablehnen. Dann machen wir gleich hinterher noch eine zweite Übung, wo wir an der Fähigkeit, unsere Hüfte aktiv zu öffnen, arbeiten. Und zwar wechseln wir jetzt aus dieser Position auf die andere Seite. Dazu stellen wir einmal unsere Zehen auf und führen jetzt unser Knie nach außen und versuchen gleichzeitig, das am Boden bleibende Knie Richtung Boden zu drücken und sozusagen die Knie auseinander zu drücken. Und erst wenn wir von dem Bein nach drüben gezogen werden, verlässt das Knie den Boden. Wir wechseln langsam rüber, das Knie kommt nach unten und wir sind auf der Gegenseite. Das Ganze sollte auch langsam und kontrolliert stattfinden, weil wir hier wirklich aktiv mit der Muskulatur der Hüfte arbeiten wollen. Und ich mache es gerade nochmal in die andere Richtung und uns eher mit dem Bein rüberziehen wollen, als einfach nur das Bein mit rüber zu führen. Okay, das war's für dieses Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren und danke.